wir stehen vor einem riesigen Problem. Um die Klimakrise einzudämmen, müssen wir eine Energiewende schaffen. Das heißt, weg von Kohle, Öl und Gas hin zu klimafreundlichen Alternativen. Und in Wasserstoff steckt aktuell extrem viel Hoffnung. Verständlicherweise. Mit Wasserstoff kann man theoretisch heizen, Fahrzeuge antreiben, Energie aus Wind- und Solaranlagen speichern und transportieren und sogar klimafreundlichen Stahl herstellen. Und als Abfallprodukt entsteht Wasser. Aber Wasserstoff hat ein großes Problem. Einige Probleme, um genau zu sein. Es scheint wie die Wunderwaffe im Kampf gegen die globale Erwärmung, aber ganz so einfach ist es nicht. Ich habe in diesem Video für euch nachgeforscht, was am Hype um Wasserstoff dran ist und war selber ziemlich überrascht, was ich da alles herausgefunden habe. Können wir grünen Wasserstoff überhaupt hier in Deutschland herstellen? Welche Anwendungsgebiete sind sinnvoll, welche eher weniger? Und was ist dran am Hype? Darum geht es in meinem neuen Video. Link dazu jetzt im Profil.